Homers weihnachtliche Rundreise geht weiter und Homer ist jetzt auf dem Weg nach Südafrika. Homer saß im Café am Flughafen in Lissabon. Der Zwischenstopp in einer seiner europäischen Lieblingsstädte war kurz gewesen. Am Abend war er in der Bairro Alto geblieben. Eigentlich hatte er noch in die Doca de Alcantara gehen wollen, aber er fühlte sich zu müde für hektisches Nachtleben. So hatte er sich in eins der typischen portugiesischen Restaurants gesetzt und Leitão mit Batata Samuro gegessen, Spanferkel mit kleinen Kartoffeln. Extrem lecker. Obwohl er gar nicht viel Fleisch aß, Portugal lud einfach dazu ein. Das Nationalgericht Bacalhau com Natas hatte er am Mittag gegessen. Bei einem Rotwein hatte er dann noch an der Bar des Four Seasons ein interessantes Gespräch über Infektionskrankheiten mit einem Australier gehabt. Das war etwas merkwürdig gewesen, aber Homer wunderte sich kaum noch über etwas. So viele mysteriöse Dinge, wie in den letzten Tagen geschehen waren, hatte er in den letzten 10 Jahren nicht erlebt. Am Morgen war er mit dem Taxi zum Flughafen gefahren, sein Flieger nach Johannesburg hatte etwas Verspätung, sein Gepäck war eingecheckt und er hatte noch Zeit. Vor ihm stand ein Glas Wasser und ein Galão, er liebte den portugiesischen Milchkaffee. Er hatte seinen Laptop eingeschaltet und ging nochmal seinen Vortrag für Tokio durch. Auf einmal war hektische Betriebsamkeit um ihn herum, verwirrt schaute er sich um. Da sah er eine junge Frau mit hochrotem Gesicht, sie kratzte sich und war extrem unruhig. Wenn er das richtig sah, hatte sie Schweißperlen auf dem Gesicht und die Atemnot wurde zunehmend stärker. Er wollte gerade aufspringen, da sah er den Notarzt von der Seite kommen. Besonnen und routiniert sprach er auf die Frau ein, maß den Blutdruck und überprüfte den Puls. Und nun zur Frage. Du kannst sie hier finden unter e-vidya.de/notfall, einfach in die Adresszeile deines Browsers eingeben und dann sehen wir uns oder hören wir uns morgen wieder. Bis dann.